Der Sommer zeigt nochmal richtig seine Krallen. Es ist Mitte September, wir haben an die 30 Grad und ich habe mich heute in die Wachau begeben, um dort die Burgruine Ackstein zu besuchen. Ja, ich weiß, bevor ich jetzt gescholten werde von den Wachau- und Österreich-Kennern, die Burgruine Ackstein liegt natürlich nicht direkt in der Wachau, sondern sie liegt gegenüber. Aber für mich ist das auch schon alles Wachau, beziehungsweise sehe ich von dieser Burg dann sehr, sehr schön in die Wachau. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt einfach mitkommt in die Burg, ich sehe mir das Ganze mal an, ist, so denke ich, auf jeden Fall ein tolles Fotomotiv. Es ist jetzt 3:45 am Nachmittag. Thermometer zeigt 28 Grad an, Mitte September, also noch richtig, richtig heiß geworden diese Woche. 3:45. Ich werde mir jetzt die Burg ansehen und ja, und dann so nach 1,5 Stunden circa hoffe ich auf schönes Abendlicht und dass ich die Burg in schönem Abendlicht dann auch fotografieren kann. Jetzt bin ich hier heroben bei der Burg. Ihr könnt hinter mir die Burg ja wahrscheinlich nur umrissmäßig erkennen, aber ich werde euch dann noch mehr zeigen. Aber wenn ich mich hier so umdrehe, dann könnt ihr hier hinter mir dieses alte Gebäude erkennen. Darüber diese sehr, sehr spannende Felsformation. Und diese Felsformation da hinter mir, die werde ich wahrscheinlich dann, wenn die Sonne in dieser Richtung untergeht, da werde ich mal sehen, ob ich da irgendwo hochkomme, ohne abzustürzen, und werde versuchen, von dort dann die Ruine, denn hinter der Ruine oder dahinter der Burgruine, da unten, so, da, so, befindet sich eben das Donautal. In diese Richtung ist die Wachau. Da geht es Richtung Oberösterreich und Grein, und werde ich eben versuchen, von dieser Richtung dann ein schönes Foto von der Burg zu machen. So, und jetzt geht's rein. Hier seht ihr meinen Kumpel, das ist mein Guide heute. Wie ist dein Name? Ein schweigender Henker. Erzählt nicht viel. Nein, ist natürlich nicht wirklich mein Guide, aber ich habe mir hier so einen tollen Audio-Guide besorgt und befinde mich jetzt hier beim mittleren Tor und beim Verlies, aber ich will ja hier keine Burgführung im Großen und Ganzen machen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie sich hier so die Aussicht gestaltet. So, da geht's runter. Da geht's runter. Und da unten könnt ihr eben die Donau sehen. Und hier geht in das Verlies runter. Mal sehen, ob ich mit Belichtungskorrektur. So. Ja, also bis jetzt eine sehr, sehr beeindruckende Burg. Massive Felsen. Und wirklich sehr, sehr schön. Eine richtige Ritterburg, wie man sie sich nur wünschen kann. So, jetzt höre ich mir an, was mir mein Audioguide hier zum mittleren Tor und zum Verlies so zum Erzählen hat. Ihr könnt jetzt hier hinter mir diesen Brunnen sehen, der in den Fels reingehauen wurde. Also Details dazu könnt ihr sicher auch im Internet lesen über die Burgruine Ackstein. Und jetzt geht es hier durch diesen schmalen Durchgang zum sogenannten Schmiedehof. Dürfte eine Bäckerei gewesen sein, aber seht euch das hier an. Es geht hier so steil rauf. Zwischen den Felsen ist hier diese Burg reingebaut und über mir ist dann dieses Stiegen- und Leiternkonstrukt. Und ich bin mir sicher, da werde ich jetzt raufgehen und werde euch natürlich dann die interessanteren Dinge auch zeigen im Video. Gut, jetzt hole ich mir mal an, was mir mein
Audioguide über die Bäckerei zu erzählen hat. Dieser Schmiedehof, den ich euch gerade gezeigt habe, ist wahrscheinlich die Bäckerei gewesen, nur wurde er im 19. Jahrhundert fälschlicherweise als Schmiede interpretiert. Sehr interessant, wenn man das sieht, ist noch ein alter Kamin drinnen und ja, dürfte die Bäckerei gewesen sein. Zumindest hat es mir mein Audioguide so erklärt. So, jetzt hat er mir gesagt, ich soll hier ganz hoch. Bin jetzt aber hier mal rausgegangen und möchte euch jetzt hier einen ersten Rundblick geben, wie diese Gegend hier aussieht, dieses Donautal, bevor man in die Wachau eintritt. Sieht das nicht fantastisch aus? Ich meine, ganz ehrlich, bisschen Nebel, bisschen düstere Stimmung und hier lassen sich jede Menge Horrorfilme drehen. Aber natürlich auch andere schöne Filme. So, jetzt geht's hier rein in dieses düstere Loch und dann bin ich, glaube ich, ganz oben. Aber ich denke, ihr könnt hinter mir ein bisschen erkennen, wie gewaltig hier die Aussicht ist. Und ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal hier, habe nur eine Stunde Anfahrt. Ja, manchmal braucht man eben für die schönen Dinge in der Nähe 45 Jahre, um sie zu entdecken. Also daher an dieser Stelle, Freunde, informiert euch, was es in eurer Nähe gibt. Die Welt ist in jeder Ecke schön und mit Sicherheit auch bei euch zu Hause. Also, ran an die Karten, ran ans Internet, ran an die Bücher, informiert euch und ihr werdet merken, es gibt noch viele Dinge, die ihr noch gar nicht entdeckt habt, so wie ich. So, jetzt geht's da hoch. So, jetzt befinde ich mich hier auf dem, jetzt befinde ich mich hier auf dem sogenannten Bürgl und mein Audioguide, also er hier, hat mir versprochen, hier gibt es eine ganz besonders interessante Geschichte zu erzählen. Ich werde mir die jetzt mal anhören und werde euch dann einfach in einer kurzen Zusammenfassung in zwei Sätzen erklären, was mir mein Audioguide erzählt hat. Also ja, diese Geschichte, die mir mein Audioguide erzählt hat, war wirklich sehr, sehr interessant, habe ich noch nicht gewusst. Auf jeden Fall hatte es damit zu tun, dass, wie viele wissen, König Richard Löwenherz hier ja in der Nähe in Dürnstein gefangen gehalten wurde, weil er den österreichischen König Leopold beim Kreuzzug, ich weiß nicht welcher es war, dritter oder vierter, dort beleidigt hat und war eben hier gefangen gehalten und wurde Lösegeld erpresst. Und der Fürst oder der Herrscher auf der Ruine Dürnstein war eben der Vater des Herrschers, der hier auf der Burg Ackstein geherrscht hatte. Ich denke, so habe ich mir das jetzt gemerkt. Das ist aber alles noch nicht so das Interessante und Spannende, sondern das Interessante ist mit diesem Lösegeld, das von König Richard Löwenherz bzw. von England erpresst wurde, wurde das österreichische Wiener Neustadt gegründet und quasi in seinen Grundmauern das erste Mal aufgebaut. Also habe ich nicht gewusst, habe ich was gelernt. Ganz interessant, man könnte sagen, Wiener Neustadt hat englische Wurzeln. Ach ja, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Die Burg Dürnstein oder die Ruine Dürnstein ist natürlich eben durch diese Geschichte, dass dort Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde, wesentlich bekannter und berühmter als diese Ruine Ackstein. Ich kann euch aber nur sagen, Dürnstein selber ist ein wunderschöner Ort, die Ruine ist auch ganz interessant, aber die Burgruine Ackstein ist wesentlich schöner und wesentlich interessanter. Ja, also wenn ihr in Dürnstein seid oder in der Wachau, wenn ihr hier auf Urlaub fährt oder wenn ihr im Urlaub hier vorbeikommt, besucht auch die Ruine Ackstein. Ich bekomme dafür nichts bezahlt. Ich bin selber das erste Mal hier, aber bin absolut begeistert und möchte euch einfach meine Erfahrungen und meine Tipps weitergeben. Jetzt befinde ich mich hier auf dieser gegenüberliegenden Burg, also ist immer noch dieselbe Burg, auf der sogenannten Hochburg. Aber es ist eben diese,
dieses imposante Gebäude, das wir zuerst von drüben von der Aussichtsplattform oben gesehen haben. Und das war sozusagen das Wohngebäude, wo der Adel gelebt hat. Das heißt, unten, das war noch alles Vorhof. Und dieser Bereich war im Mittelalter eigentlich teilweise nur über Brücke. Zugbrücke kann ich mich jetzt nicht entsinnen, aber eben nur über eine Brücke erreichbar und prinzipiell verschlossen. Denn hier herinnen war eben die sozusagen herrschende Schicht unterwegs. Ja, und ihr könnt sehen, ich bin von sehr, sehr hohen Mauern umgeben. Da kann man jetzt auch noch hochgehen. Ich werde das eben diesen Teil erkunden. Also, wir befinden uns jetzt hier im Hauptbereich der Burg und nähern uns sozusagen dem Höhepunkt unseres Rundgangs. Ich befinde mich jetzt hier in der sogenannten Signalkammer, immer noch in der Hauptburg. Und was ihr hier sehen könnt, ich fahre mal mit euch hier raus. So. Also von hier hat man eben diese sehr, sehr schöne Aussicht auf die Donau. Das hatte aber natürlich im Mittelalter auch einen Nutzen. Und ich werde jetzt mal ranzoomen. Ich hoffe, ihr könnt das dann erkennen. Da hinten, ziemlich in der Mitte vom Bild, da so, hierher, ist die Burg oder das Schloss Schönbühel. Und eine Sage beschreibt eben, wie das hier früher war, dass eben auf der Donau nicht nur Maut oder so eingehoben wurde, sondern Schiffe auch ausgeraubt wurden. Und diese Sage besagt eben, dass von diesem Schloss da hinten, Schönbühel, wenn ein reich beladenes Schiff die Donau heruntergekommen ist, ein Signal in Richtung Argstein kam und die Herren von Argstein dann sich rüsteten, um dieses Schiff sozusagen zu überfallen und auszuplündern. Ist eine Sage, ist historisch nicht haltbar, aber das ist ja das Schöne an so Burgen, dass es immer wieder Sagen gibt, die das Ganze dann noch ein bisschen spannender macht. Geschichten für das Leben. Ich befinde mich jetzt hier heraus an der Burg. Ihr könnt unter mir die Donau erkennen, die hier stromabwärts sich in Richtung Wachau bewegt. Da oben kommen dann die Orte Spitz, Weißenkirchen und dann ein bisschen weiter nach Dürnstein. Eine absolut geniale Gegend, aber das will ich euch gar nicht erzählen. Dieses Rosengärtlein beherbergt nämlich oder birgt nämlich auch eine Sage in sich. Und die Sage besagt, tolles Wortspiel, schöner Satz. Also diese Sage besagt, ich bleibe jetzt einfach dabei, dass der Jörg Scheckenwald, so hat der Typ geheißen, der hier seine Schreckensherrschaft ausgeübt hat, eben der Raubritterei verfallen ist und den widerspenstigsten Gefangenen, die eben kein Lösegeld zahlen wollte, die hat er hier heraus auf diesen Felsvorsprung. Ihr könnt sehen, es geht hier doch ziemlich schroff runter. Diesen Felsvorsprung hier hat er die herausgesperrt und hat ihnen eben die Wahl gelassen. Sie können sich entscheiden, ob sie verhungern oder eben einen kürzeren Tod sterben durch einen Sprung in die Tiefe. Ein Gefangener hat den Sprung laut Sage überlebt, wie auch immer er das geschafft hat. Und angeblich hat dieser Gefangene dann die kaiserlichen Truppen bei der Erstürmung dieser Burg, die Burg wurde dann von den kaiserlichen Truppen erobert, hat dieser Gefangene, der diesen Sprung überlebt hat, diese Truppen dann in die Burg geführt und so wurde die Burg erobert. Also, alles schöne Sagen. Ich glaube trotzdem, dass der Herr Scheckenwald oder wie der Typ immer geheißen hat, durchaus hier auch herausgekommen ist, um die schöne Aussicht zu genießen. Denn an so einem Tag wie heute, ihr seht es an meinem Gesicht, die Sonne knallt herunter. Vor mir breitet sich die Wachau aus und die Donau. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Aussicht nur den Gefangenen übergelassen hat. Also ich hätte hier meine Terrasse gehabt. Das kann ich euch garantieren.
Jetzt hat es mich hier in die heiligen Hallen dieser Burg verschlagen. Jede dieser Ritterburgen hatte ja für gewöhnlich eine so eine Kapelle. Ihr könnt das hier unter mir sehen, wo eben die Geistlichkeit und der Adel dann gebetet hat und ja, wahrscheinlich ihre Sünden gebeichtet, so wie der Raubritter Scheckenwald oder wie der geheißen hat. Alles sehr gut erhalten, sehr, sehr schön, ist auch sehr viel restauriert worden. Ja, so, Choräle, Gesänge im Hintergrund, schöne Stimmung, sehr, sehr ruhig. Hauptsaison ist ja schon vorbei, das heißt, ich habe die Burg eigentlich fast für mich alleine. Ja, falls ihr euch bis jetzt gefragt habt, fotografiert habe ich natürlich noch nicht so viel. Es ist auch noch sehr, sehr hasches Licht und ich möchte jetzt einfach mal zuerst die Burg durchgehen und mir alles ansehen und dann, wenn das Licht etwas später schöner wird, wenn die Sonne weiter runtergeht, wenn das warme Abendlicht kommt, dann werde ich mich um die Fotografie kümmern. Ich habe schon ein bisschen im Kopf, wie ich diese Burg abbilden will und wo ich hingehen will nachher, aber da werde ich euch natürlich mitnehmen und bleibt dran, dann werdet ihr das auch noch sehen. So, mit meinem Burgrundgang bin ich nun soweit durch. Seht ihr in meinem Gesicht, die Sonne scheint immer noch sehr, sehr hell und sehr, sehr stark. Und ja, ich befinde mich jetzt hier noch auf dieser Burgmauer am vorderen Eingang. Hinter mir könnt ihr hier diese Felswand, also diese Felsformation entdecken, und wenn ich mich jetzt hier so rumdrehe, ist genau gegenüber dieser Felsformation befindet sich eben die Burg Argstein. Und meine Idee ist eben jetzt dann, wenn die Sonne noch etwas runtergeht, dort hinten auf diese Felsen rauf zu klettern, mal sehen, ob da ein Weg raufführt, ob ich da raufkomme, und von dort dann die Abendsonne, das Abendlicht zu nutzen und die Burg eben in einem schönen Abendlicht bei, ja, hoffentlich einem schönen Abendrot ordentlich in Szene zu setzen. Ich hoffe, das gelingt mir, ich hoffe, das Licht passt. Ich werde jetzt, solange es noch so hell ist, mal schauen, ob ich da oben schon einen schönen Platz finde, der für meine Komposition in Frage kommt. Auf jeden Fall eine tolle Burg. Ja, wir sehen uns dann, wenn ich da oben bin und versuche, ein paar schöne Fotos zu machen. Jetzt hier mal, dreh mal die Blende ein bisschen höher. So, ich hoffe, dass das halbwegs korrekt belichtet ist. Ihr könnt jetzt hier meine erste Komposition sehen. Ich befinde mich hier von der Burg, filme gerade mit meiner Nikon D750, auf der ich mein Sigma 24 bis 105 mm aus der A-Serie drauf habe. Die Sonne befindet sich hier rechts neben unserem Motiv und scheint eben noch sehr, sehr stark her, das heißt, ich habe sehr, sehr starke Schatten. Ich möchte trotzdem jetzt schon ein bisschen mit meinen Kompositionen, mit meinem Bildaufbau experimentieren. Und was ich hier jetzt versuche, ist eben diesen Holzzaun hier als Führungslinie zur Burg hin und dann die Burg quer dazu verlaufend nach rechts, die mir dann das Bild sozusagen als Hauptmotiv füllt. Ja, und da mache ich jetzt mal ein Bild. Was ihr auch noch sehen könnt, ist hier rechts unterhalb, das da oben ist übrigens die Kapelle, wo wir zuerst drinnen waren, hier rechts unterhalb, da steht so ein schönes Bäumchen heraus. Das werde ich dann auch noch versuchen, in einem Extrabild festzuhalten, wenn es mein Objektiv, die 105 mm, mehr habe ich heute nicht mit im Telebereich, wenn es das noch erlaubt. So, und jetzt mache ich hier mal meine ersten Bilder.
Ich habe jetzt hier meine endgültige Komposition gefunden für heute und von hier möchte ich jetzt dann die restlichen Bilder schießen. Ihr könnt jetzt bereits sehen, wie das Licht immer oranger wird. Die Sonne verschwindet hier rechts hinten schön langsam und ja, jetzt bekommen wir hoffentlich eine schöne goldene und dann eine ebenso schöne blaue Stunde und dann kann ich hier wunderschöne Bilder machen mit der Burgruine Agstein im Vordergrund, der Donau, die ihr hier donauaufwärts seht, im Hintergrund und dahinter die Hügel und ganz dahinter, so links oben hier in etwa, im Dunstnebel verschwindend, der Ötscher. Gut, jetzt werde ich hier versuchen, das Licht zu nutzen. Jetzt hier hinter mir meine Kamera sehen, so einen Felsvorsprung, da hinten geht es ungefähr ja, 10 Meter gut runter und ihr wisst ja, dass ich nicht schwindelfrei bin, also ich habe nur das Stativ platziert und halte mich selber fern. Hinter mir die Burg und in dieser Richtung ist die Sonne untergegangen und ja, eigentlich möchte ich mich hier von euch jetzt verabschieden, es wird schon langsam dunkel, auch wenn man das auf dem Video nicht sieht. Ich werde jetzt noch versuchen, ein bisschen zu warten, Viertelstunde, 20 Minuten, denn es sieht von hier so aus, als wenn die Burg ganz leicht beleuchtet wird von innen und wenn es noch etwas dunkler wird in der blauen Stunde und die beleuchtete Burg gibt natürlich ein besseres Motiv, ein besseres Lichtspiel, ein besseres Farbenspiel dann im Bild. Prinzipiell Burgruine Agstein besuchen, wunderschön. Für mich, ich habe mir gemerkt, die Ruine ist, denke ich, in der Morgensonne bei Sonnenaufgang bzw. im Morgenrot, bevor die Sonne aufgeht, schöner zu fotografieren und schöner im Licht als im Abendlicht. Denn von der Seite her, also von der Richtung her, dürfte die Ruine am Morgen direkt frontal von der Sonne angeschienen werden und jetzt hat es doch sehr, sehr starke Schatten. Aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Motiv zu jeder Tageszeit. Besucht es, wenn ihr in der Gegend seid. Und ja, mir bleibt nichts anderes, als mich von euch zu verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr ehren. Teilt meine Videos, schreibt Kommentare unten rein, denn das führt dazu, dass YouTube mein Video interessanter ratet und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.